Vorschulkinder von St. Andreas eröffneten mit einem Lied die Vorstellung der Umgestaltung des Kasper-Pfarrer-Meyer-Platzes. Quasi den letztmöglichen Termin genommen, bevor alle weg sind, um eine kleine Eröffnung verschiedener Maßnahmen am Kasper-Meyer-Platz auch feierlich zu begehen. Mich freut es ganz besonders, dass der Pfarrer Werner Kinder mit dabei ist. Jetzt, wenn wir zwei Schritte zurückstehen, stehen wir auf seinem Grundstück. Und wir haben hier auch den Bereich der Pfarrei an der Stelle mit integriert in unseren Umbau. Das ist auch die erste Maßnahme, auf die ich ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Wir haben ja nach langer Vorplanung und nach vielen Vorüberlegungen jetzt endlich den Pfarrer Kasper-Meyer-Platz auch barrierefrei ausbauen können. Da mag ich ganz, ganz besonders ein ganz, ganz großes Danke loswerden an Rainer Ehrenberger, ehemaliger Gemeinderat, ehemaliger zweiter Bürgermeister der Gemeinde, der da immer unnachgiebig war und schon lange gesagt hat, erstens gehört da was gemacht und zweitens gehört es aber jetzt auch mal tatsächlich schnell umgesetzt. Die Sorge, muss ich immer sagen, war zu jeder Zeit die, dass das dann nachher nicht mehr so schön ausschaut wie vorher, weil wir alle ja unseren Ortskern, so wie wir ihn kennen, ja auch schätzen und lieben. Hier ist ja alles im Prinzip noch so, wie es in Oberbayern gehört. Gotteshaus, Gasthaus und Rathaus nebeneinander und beieinander. Ergänzt wird alles auch nochmal um mehrere kleine und große Ideen vom Tobi Schock, der sich als Wirtschaftsförderer da auch immer wieder mit reinkniet. Ein Beispiel haben wir heute hier. Auch der wird jetzt dann quasi mit eröffnet, unser neuer Bücherschrank, bestückt zum Großteil jetzt zunächst mal aus der Bücherei von Herrn von Mann. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt habe ich viel zu lange gesprochen. Ich bitte den Rainer Ehrenberger noch mit zu mir, der darf das rote Band heute durchschneiden. Also Achtung, fertig, los, es ist eröffnet. Also ich möchte mich erstmal bedanken bei der Gemeinde. Nur Geduld und lange Zeit hat geholfen. Ich meine, immer wieder Nachfragen und so weiter hat geholfen, dass wir jetzt hier für unsere behinderten Bürger oder für unsere älteren Bürger, gehbehinderten Bürger, jetzt einen Umlauf um den Kasper-Meyer-Platz haben. Und das ist sehr schön. Ich glaube, die Bürger werden es genießen, dass hier jetzt eine barrierefreie Umgehung des Platzes möglich ist. Und ich wünsche dem Platz, dass er jetzt endlich fertig wird. Die Liegebänke zusammen mit einem Buch aus dem Bücherschrank laden hier zum Verweilen ein.